Morgen zusammen. Heute geht es um Fragen und Antworten. Aber nicht so in dem Sinn, dass ihr mir Fragen stellt und ich euch Antworten gebe. Das ist nämlich genau das, worüber ich reden will. Ich habe schon einige Kommentare bekommen, so in dem Sinne, dass die Sachen, die ich sage, zu abstrakt sind. Ja? Leute wollen konkrete Hinweise haben, was sie denn jetzt genau machen sollen, beziehungsweise was ich denn zum Beispiel jetzt genau hinterfragen würde in gewissen Themen. Und die Sache ist ja nicht, dass ihr von jemandem Antworten bekommt, sondern das Wichtige ist, dass in einer Konversation mit jemandem oder auch auf einem Lehrgang zum Beispiel, ihr nachher mit mehr Fragen rausgeht, als ihr vorher hattet. Klar gibt es auch ein paar Antworten. Aber im Prinzip ist das Wichtige, dass ihr Anregungen kriegt und euch selber neue Fragen stellt. Weil nur so könnt ihr mehr lernen. Über euch selber, über die Welt, worüber auch immer. Ja? Fragen sind immer dazu da, dass man sich selber damit beschäftigt und für sich selber die für sich beste Lösung findet. Fragen sind nicht dazu da, dass man zu jemand hingeht und ihn um die Antwort bittet. Weil dann bekommt man nämlich nur seine Antwort. Und seine Antwort und seine Lösung auf eine Situation oder auf irgendeine Frage ist unter Umständen richtig, unter Umständen, aber wenn sie richtig ist, dann aus seiner Sichtweise. Und erinnert euch dran, wenn ihr den Schuh grün seht und er den Schuh rosa, dann ist seine Antwort für euch nicht die richtige. Das findet ihr aber nicht raus, wenn ihr euch die Fragen nicht selber stellt und selber beantwortet. Und ich weiß, viele Leute sind dazu zu faul. Ja? Oder sie trauen sich das nicht zu. Weil hinter Fragen beantworten steckt immer Arbeit. Und persönliche Weiterentwicklung ist nun mal mit viel Arbeit verbunden, weil man sich die Antworten eben selber suchen muss. Denn nur so sucht man die richtige Antwort. Ja, und meistens treten oder fallen einem, während man an die Antwort auf eine Frage sucht, noch 2, 3 oder 12 neue Fragen auf, die sich in diesem Zusammenhang ergeben. Und so kommt es einem so ein bisschen vor, wie wenn man einmal mit dem Suchen anfängt, umso mehr man sucht, umso schlimmer wird alles, weil man umso mehr Fragen hat. Ja? Aber man muss das positiv sehen. Stellt euch mal vor, wie viele Leute diese Fragen noch nicht mal gefunden haben. Die gehen durch ihr Leben und wissen gar nicht, dass es diese ganzen Fragen gibt. Weil diese meisten von den Fragen wären für die auch interessant. Aber sie haben sich noch nicht mal die Frage gestellt, weil sie noch gar nicht so weit sind. Vielleicht auch, weil sie sich die ganze Zeit nur Antworten holen von irgendwelchen Leuten, die ihrer Meinung nach mehr wissen als sie selber. Ja, weil sie Spezialisten sind, auf ihrem Fachgebiet zum Beispiel. Aber eben, das Problem ist, wenn ich mir vorgefertigte Antworten hole, dann gebe ich die Verantwortung für mein Leben an andere Leute ab, weil ich mich darauf verlasse, dass diese Leute mir auch Antworten geben, die für mich stimmen. Ja, da brauchen wir bloß zum Arzt gehen. Wie viele Leute gehen zu ihrem Arzt? Der sitzt mit dem weißen Kittel da, hat studiert, hat einen Doktortitel. So, der ist ein Spezialist, der macht ja den ganzen Tag nichts anderes als kranke Leute anschauen. Jetzt kommst du hin. Und du sagst, ich habe die und die Symptome, dann sagt er, aha, dann nehmen Sie mal das Medikament. Sie haben das und das. Okay, wenn ich mich jetzt damit überhaupt nicht beschäftige, dann überlasse ich die Verantwortung oder dann gebe ich die Verantwortung für meine Gesundheit an den Arzt ab. Jetzt muss man sich aber vielleicht mal überlegen, wie viel Zeit der Arzt denn überhaupt hat, um sich mit meiner Krankheit oder mit meinem Problem zu beschäftigen. Dann wird man schnell auf
die Informationen stoßen, dass er vielleicht im Schnitt, ich glaube, 3 Minuten Zeit hat pro Patient. Ansonsten rentiert sich seine Praxis nicht, weil er von der Krankenkasse nur so und so viel erstattet bekommt. Und da kann er sich einfach nicht leisten, finanziell gesehen, manche gute Ärzte leisten sich es halt trotzdem, mehr Zeit als 3 Minuten im Schnitt, ja, pro Patient aufzuwenden. Und jetzt kannst du dir selber überlegen, ob für deine Probleme 3 Minuten ausreichen, im Schnitt. Ja. Oder ob du vielleicht nur halt so eine Antwort bekommst, die, sage ich mal, zu 60% stimmt. Und wenn es nicht stimmt, dann kommst du in 2 Wochen schon wieder und sagst, ich habe immer noch die gleichen Probleme. Dann kriegst du die zweite Antwort, die dann nochmal 20% mehr draufhaut. Und wenn das wieder nicht stimmt, dann kommst du zum dritten Mal nach 6 Wochen und dann sagst du, es ist aber noch schlimmer geworden. Und dann, vielleicht nimmt er sich mal mehr Zeit als 3 Minuten, ne? Weil er braucht ja 3 Minuten im Schnitt. Aber so läuft es auch sonst im Leben. Ja, nicht jeder sieht das als seine Pflicht, seine Zeit aufzuwenden, um dir die bestmögliche Lösung zu vermitteln. Ja, vor allem nicht, wenn du ihm kein Geld dafür bekommst. Also wenn, weißt du, wenn du ihn fragst nach seiner Meinung oder nach Tipps oder was auch immer, dann kriegst du halt eine Art Standardantwort. Und wenn du Glück hast, dann ist die auch gar nicht so schlecht für dich. Aber willst du wirklich so durch dein Leben gehen und dir immer nur Antworten von anderen Leuten auf deine Fragen geben lassen? Also ich nicht. Und ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass diese Standardantworten auf mich nicht zutreffen. Die meisten. Die treffen auch, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach auf die meisten Leute nicht zu. Weil die wenigsten Leute mit einem durchschnittlichen Standardleben zufrieden sind, wenn sie mal drüber nachdenken. Ja. Sondern alle wollen eigentlich oder träumen davon, irgendwie was Besonderes zu sein. Und die meisten leben das aber heutzutage wahrscheinlich nur online aus. Ja, weil online können sie sein, wer sie wollen. Da posten sie dann die besten Fotos und dann glauben sie, dass das tatsächlich ihr Leben ist. Ja, alles nur positiv und so. Da kommen wir wieder zurück auf den Unterschied zwischen Haben und Sein. Ja. Um was zu sein, muss man Sachen erlebt haben. Man muss Sachen gemacht haben. Eine Persönlichkeit kann man sich nicht anlesen. Ja. Ich glaube, Aristoteles hat gesagt, we are what we repeatedly do. Ja, also der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist der deutsche, die deutsche Version von Aristoteles. Ja. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Du bist das, was du regelmäßig machst. Nicht das, was du denkst oder das, was du gerne möchtest oder das, wo du weißt, dass es gut für dich wäre. Ja. Wenn du jemand bist, der sagt, ja, kalt duschen ist gut, oder du bist jemand, der kalt duscht. Das sind 2 komplett unterschiedliche Leute. Der eine labert nur drüber und der andere macht es die ganze Zeit. Der, der es macht, braucht aber auch nicht mehr drüber labern, weil wozu? Er macht es ja. Das ist Standard, das ist Teil seines Lebens. Das ist so uninteressant, wie wenn er sagt, ja, ich frühstücke. Will keiner hören, ja, weil alle frühstücken. Aber viele Leute würden gerne etwas darstellen, eine Persönlichkeit sein, eine Persönlichkeit haben, die andere Leute interessant finden, verstehen aber nicht, oder sie verstehen es und haben Angst davor, verstehen nicht, dass das harte Arbeit ist und dass man da eben auch mal mit Tun anfangen muss. Und auch mal mit selber nachdenken, selber Entscheidungen treffen für sich selber und nicht anderen Leuten diese Entscheidungen für einen selber zu überlassen. Ja, also, denk da mal drüber nach. Ich sehe meinen Job jetzt nicht primär als der Typ, der euch Antworten gibt. Ja, ich sehe meinen Job, meine Aufgabe, ja, mehr darin, euch zu zeigen, was für mich funktioniert hat. Auch nicht unbedingt immer im letzten Detail.
weil ich nicht will, dass ihr genau das, was ich mache, nachmacht, weil das nicht unbedingt das Beste für euch ist. Sondern ich versuche euch Prinzipien zu zeigen, die ich rausgefunden habe, die mich weitergebracht haben. Und dann könnt ihr darüber nachdenken, ob das was ist, was euch vielleicht auch weiterbringen würde. Oder nicht. Ja, muss ja nicht jeder irgendwo in den Krieg gehen, nur damit er bestimmte Erfahrungen macht, so wie ich das gemacht habe. Ja, es ist nicht für jeden das Beste. Es muss auch nicht unbedingt jeder morgens um 4.30 Uhr aufstehen und kalt duschen. Ja, aber man muss das Prinzip dahinter verstehen, man muss sich überlegen, was gibt das manchen Leuten und warum? Und möchte ich das, diese Erfahrung auch haben oder möchte ich das, was dieses Prinzip hat, für mich auch durchführen und auf welche Art und Weise? Ja? Es gibt ja die Frage zum Beispiel, einer hat mich ein paar Mal schon gefragt, was ist denn mit Schichtarbeitern, mit dem Frühaufstehen, wie können die das denn umsetzen? Ja? Gute Frage. Ja, der kann ja nicht immer um 4.30 Uhr aufstehen, weil er vielleicht um 4.30 Uhr schon arbeiten muss. Ja, also im Prinzip musst du nur verstehen, es geht darum beim Frühaufstehen, darum, dass du früher aufstehst als normal, damit du Zeit hast, bevor dein Tag anfängt, um Dinge zu tun, die wichtig sind für dich. Ja, weil du die vielleicht am Ende des Tages eben nicht mehr tun kannst, weil irgendwas dazwischen kommt über den Tag. Das ist das Prinzip hinter dem Frühaufstehen. Oder ein Prinzip hinter dem Frühaufstehen. Anderes Prinzip ist, dass du zu einer Zeit eben aufstehst, zu der du eigentlich noch nicht aufstehen möchtest und dich dadurch, dass du was Schwieriges am Anfang des Tages als erstes praktisch schon für dich schaffst, schon deinen ersten Sieg hast. Ja? Und auf dieser positiven Erfahrung kannst du dann weiter aufbauen. Das ist das zweite Prinzip. Es gibt mit Sicherheit noch das eine oder andere Prinzip am Frühaufstehen, das ich auch noch nicht gefunden habe. Vielleicht findet ihr es, dann könnt ihr es mir gerne schreiben. Ja? Aber wie gesagt, ich gebe nicht jedem die Uhrzeit, an der er früh aufstehen soll. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Ihr müsst für euch selber entscheiden, was ihr tut, um diese Prinzipien in euer Leben einzubauen. Wenn ihr möchtet, dass euch diese Prinzipien weiterhelfen, also wenn ihr glaubt, dass euch diese Prinzipien weiterhelfen würden, so wie mir das weitergeholfen hat, und ihr das umsetzen wollt. Ja, und dann brauche ich euch nicht sagen, du musst um die und die Uhrzeit aufstehen. Weil dein Leben ist viel komplexer, als ich das nachvollziehen kann. Ja, du musst wissen, welche Zeit für dich dann funktionieren würde. Und vielleicht musst du es einfach ausprobieren. Man weiß nicht immer alles und hat die richtige Lösung für alles. Da muss man es ausprobieren. Ja. Das ist das, wo es wieder anstrengend wird, wo man Arbeit reinstecken muss. Ja. Dinge ausprobieren, um herauszufinden, was für einen das Beste ist. Und dann kann man anderen Leuten sagen, pass auf, schau mal, ich hatte diese Probleme, das waren meine Lösungen dafür, am Ende bin ich auf das und das gekommen und das funktioniert jetzt für mich. Und dann wollen euch Leute auch zuhören. Und dann seid ihr auch jemand, der interessant ist, nicht weil er dem anderen die Lösung gibt und dem anderen sagt, du musst um 4.30 Uhr aufstehen. Warum? Ja, weil das macht man so. Das hat mein Lehrer so gesagt. Ja, das sind so Antworten, da weißt du genau, der Typ kann nichts. Ja, weil der bei der ersten Frage schon zusammenbricht und nichts erklären kann, warum er was macht oder warum du was machen sollst. Ja, sondern der muss dir einfach sagen können, ganz einfach, war, bei mir war das so und so und das hat mich so und so weitergebracht. Ich verstehe aber auch, dass das bei dir anders sein kann und du musst das auch verstehen. Denn nur dann weißt du, dass es eben nicht damit getan ist, irgendwo hinzugehen, sich die Antwort abzuholen und dann wird schon alles super laufen im Leben. Nein. Ja, das ist deine Verantwortung, für dich das Beste rauszufinden. Und dann am besten irgendwann deinen Kindern das auf diese Art und Weise, wie ich dir das gerade gezeigt habe, weiterzugeben. Ja, eben nicht nur zu sagen, du musst um die und die Zeit aufstehen. Sondern ihn vielleicht entscheiden zu lassen, wann er aufstehen will, solange er dir erklären kann, warum er diese Zeit gewählt hat und was er damit bezwecken will. Vielleicht. Kommt darauf nicht drauf an, wie alt er ist, ja? Manche Kinder muss man schon zu einer bestimmten Zeit ins Bett stecken, ja? Auch allein deswegen, weil ich dann sagen kann, weil ich ab jetzt meine Ruhe haben will, ist mir egal, ob du müde bist. Komm klar damit. Aber du gehst in dein Zimmer und bist still. Du kannst ja so tun, als ob du schläfst. Ich werde es auch nicht überprüfen, ja? Hauptsache, du nervst nicht mehr. So. Und wenn man aufhören soll, wenn es am schönsten ist, ja, höre ich jetzt auf.
Wir sehen uns morgen früh. Bleibt sauber.